Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und jetzt haben wir was komplett anderes. Ja, wir machen immer Tablets, Fernseher, Notebooks, all so ein Krams. Also eigentlich mein Lieblingsgadget ist ja so ein Staubsauger. Naja, jetzt nicht so ein normaler, sondern so einer, das ist so ein intelligentes Teil, ja, was einem die ganze Zeit im Wohnzimmer oder so rumkurft und alles selbstständig aufsaugt. Und das hier ist die neueste Version, das ist der SR89 und das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Das Gerät von oben, das hat ja so eine Kamera, damit kann es die Decke fotografieren und anhand dessen weiß er dann, wo er gerade ist. Und wenn er die Batterie irgendwo laden muss, hier beispielsweise ist die Docking Station, da fährt er dann rein. Und vorher macht er sich ein Bild von der Decke und dann weiß er, wo er wieder hinfahren muss, um sich aufzuladen. Ist eine coole Nummer. Was ist so ein Staubsaugerroboter? Das ist eigentlich ein Staubsauger. Die Dinger hier, die wählen die ganze Zeit rum, alles in den Care-Bereich von dem Staubsauger. Und am Ende fährt er damit in die Docking Station, da wird das rausgesaugt und dann kann man entweder die Docking Station nach entlernen. Oder man muss das hier, das ist so der eigentliche Staubfänger mit, den muss man nicht so häufig entleeren. Ist eigentlich eine coole Nummer und in Action sieht das Ganze dann so aus. Sieht eigentlich ganz cool aus. Der merkt sich dann so die komplette Fläche und scannt die ab an der Decke. Die Decke darf nicht zu hoch sein, maximal 3 Meter. Und dann fährt die ganze Zeit hin und her, säubert alles auf und wenn man nicht gerade eine Bombe im Wohnzimmer hat explodieren lassen, dann ist es am Ende tatsächlich sogar sauber. Ist eine coole Möglichkeit und die Technik dahinter, wenn man nochmal weitergeht, die ist noch eine ganz andere. Und zwar hat Samsung hier mal einen Prototypen ausgestellt, wo man in so einen Staubsaugerroboter mal reingucken kann. Ja? Und Staubsauger, ich dachte immer so, okay, das ist so ein Motor, der zieht die Luft rein und das war's. Und am Ende landet der Staub in irgendeiner Kammer. Das war mal. Inzwischen ist das Hightech. Ihr seht hier die Platine mit der Kamera und alles. Darunter sind die ganzen anderen Platinen, Recheneinheiten, damit der Ganze das steuern kann. Hier ist das LCD-Display, hier ist der Staubfänger. Da sind natürlich die Antriebssysteme. Und hier seht ihr zig Sensoren außenrum. Und diese Sensoren, die sorgen dafür, dass er nicht immer gegen Tisch, Stühle und was auch immer fährt. Ist unglaublich cool, finde ich. Ja? Also so ein Staubsauger zu Hause, finde ich spitze. Der SL89, hier haben wir noch die alten Versionen davor, ist natürlich auch nicht ganz günstig. Also das Ding kostet am Ende 400-500 €. Wie viel kostet der am Ende? Der SL89. Also der jetzt hier fängt ab 6,99. Also der SL89, sogar das Topmodell, der fängt bei 6,99 an. Es ist natürlich keine wirklich günstige Spielerei, ja? Aber ich finde es eine geile Nummer. Und vor allem ist dann mein Wohnzimmer endlich mal staubfrei. Irgendwann, die nächste Generation, da bin ich mir fast sicher, lässt sich dann auch noch fernsteuern. Aber der aktuell noch nicht ganz. Es geht zwar mit einer Fernsteuerung, aber nicht mit dem Smartphone. Und wenn das noch geht, dann bin ich sowas von dabei, wenn ich Staubsaugerrennen fahren muss. Ende 2013 kann ich also mitnehmen. Das soll dann nach Korea fliegen, dann geht das auch. Okay. Da gibt es die schon. Achso, in Korea gibt es also schon eine Version, die man fernsteuern kann mit dem Android-Smartphone. Das Problem ist einfach, wie in Amerika auch und Japan, die sind noch 10 Jahre voraus. Okay. Und die haben einfach die Technologie jetzt schon, die bei uns im europäischen Markt nicht eingeführt wird. Okay, also das kommt noch. Irgendwann, Ende 2013, können wir dann Staubsaugerrennen im Wohnzimmer fahren. Aber erstmal habe ich jetzt ein kurzes Hands-on mit einem Staubsaugerroboter gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin der Lars von All About Samsung und wir lesen uns dann wieder. Ciao.